Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der letzte Tag vor dem Wochenende. Wir haben es kurz vor 3.30 Uhr und ich warte auf den Nachtbus zum Hauptbahnhof. Von dort aus geht's weiter. Und wo es uns heute hin verschlägt, ist nämlich mal was Besonderes. Das verrate ich euch, wenn wir dann an unserem eigentlichen Startpunkt in Berlin angekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Ja, was soll ich euch sagen? Dass das so ein stressiger Tag werden wird, habe ich echt nicht gedacht. Und ihr seht es schon an der übrigens ersten und einzigen Einstellung, zu der ich heute gekommen bin, sie zu drehen. Ich bin heute mal wieder Kiss gefahren, und zwar auf dem RE8 Nord. Am frühen Morgen ging es im Berliner Hauptbahnhof los und von dort über Spandau und Falkensee nach Nauen. Ja, und von dort dann weiter bis nach Wittenberge, wo der RE8 ja aktuell wegen Bauarbeiten endet. Für die Wende hatte ich gerade mal 5 Minuten, da wir mit leichter Verspätung, das waren so um die 3 Minuten, in Wittenberge angekommen waren. Ja, und nach der Wende ging es dann auch gleich schon zurück nach Berlin. Da angekommen hatte ich dann zwar etwas Zeit zum Durchatmen, aber auch so lustige Kollegen in der Pause getroffen, dass ich die einfach verquatscht hatte. Naja, sei es drum. Im zweiten Teil der Schicht bin ich dann gleich zweimal vom Hauptbahnhof zum Flughafen BER gefahren. Also hier über Ostbahnhof und Ostkreuz. Endlich mal. Tolle Strecke, weil man zwar auf der kompletten Berliner Stadtbahn immer wieder halten muss, klar, aber nach Ostkreuz dann bis zum BER durchfährt. Wenn ich den heutigen Tag mal so Revue passieren lassen soll, dann fällt mir nur eins ein. Erstens, zum Flughafen kann man gar nicht pünktlich fahren. Die Fahrgäste brauchen Ewigkeiten, um in die Züge einzusteigen. Und dann halten sie auch noch großzügig, obwohl man schon mit Verspätung da steht, für Nachzügler die Türen noch auf. Ja, und wenn man dann vom BER weg will, dann sorgt der Fahrdienstleiter dafür, dass zuerst die roten Züge fahren. Und dann, wenn er denn da mal Lust hat, darf ich über den Abzweig. Bei beiden Runden war das heute so und es war echt schon ein bisschen, muss ich zugeben, nervig. Und diese 10 Minuten Verspätung, die nimmt man dann natürlich auch mit. Und zwar für alle anderen Züge auf der Stadtbahn, weil die kriegst du bis dahin nicht weggefahren. Vielleicht hat der Kollege ja auch einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Kann ja auch mal vorkommen. Also, trotzdem zusammengefasst, es war echt toll, mal wieder KISS zu fahren. Danke an dieser Stelle an meinen Diensteinteiler Tobi. Jetzt mache ich erstmal 2 Tage Wochenende und dann geht's vor meinem Urlaub nochmal mit 1, 2, 3 Frühschichten weiter. Aber davon erzähle ich euch dann. Also, sorry, dass es heute nicht so viel Videos zwischen den Fahrten gab, aber ihr seht, ich habe ein bisschen die Kamera vorne rausgehalten während der Fahrt. Das ist ja auch schon mal etwas. Und ja, damit wird es ein etwas kürzerer Vlog heute. Macht aber nichts, ihr seid trotzdem fast komplett dabei gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, na wie immer, lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön, dass ihr da seid und eure Fragen, die schreibt ihr natürlich auch noch unten drunter. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt bleibt neugierig und gesund und bis zum nächsten Vlog.